bezogen auf Ihre Situation. Der Kanzler Kohl versprach blühende Landschaften. Was ist davon dann auch wirklich gekommen für Sie auch? Also ich habe zu diesem Thema seit 90 kontinuierlich gearbeitet. Alles, was ich gemacht habe, im Wesentlichen im Fernsehen, aber auch auf der Bühne, kreist um diesen Punkt der Ost-West-Beziehungen, der Ost-West-Konflikte, des mangelnden Verständnisses und der Tatsache, dass zunächst mal ja der Westen neugierig auf den Osten war und umgekehrt und inzwischen die Dinge aber sich gesetzt haben und der Westen keineswegs mehr neugierig ist. Er findet den Osten nur noch als Belastung und im Osten ist es im Gegenzug auch nicht viel anders. Diese Situation hat sich ja herausgebildet und ich habe ständig um diese Situation herum geschrieben. Also ich kann eigentlich nur sagen, ich könnte jetzt die Titel aufzählen, das anschauen, das ist besser, als dass ich das jedem sagen kann. Ich bin sowieso nicht so ein Kopfzeilenschreiber. Ich gehe lieber ins Detail. Ein abschließendes Statement von Ihnen, und zwar, dass Berlin nicht nur Hauptstadt ist, sondern auch Parlaments- und Regierungssitz wird. Was meinen Sie dazu? Ja, also irgendwie haben die Berliner natürlich gefeixt, als die Bonner sich so aufregten, dass sie nun nicht mehr Hauptstadt sein sollten. Und nun ist ja Berlin wirklich also ein belasteter Name, das kann man ja nicht sagen. Und die Leute, die hergehen und sagen, wir wollen jetzt wieder aus Berlin regieren, die müssen sich natürlich auch einer Riesenverantwortung stellen. Das ist ja klar, das impliziert eine Verpflichtung. Da kann man sich einfach nicht mehr drücken. Ich meine, der Grass hat wahrscheinlich sehr recht gehabt, wenn er gesagt hat, die Spaltung war der Preis für Auschwitz. Und jetzt haben wir ja diesen Preis fast freiwillig wieder rübergeschoben gekriegt. Also wir sind Schuldner, dem muss man sich stellen, dem muss man sich einfach stellen. Und so hat eine sogenannte Berliner Republik, wie sie sich Lust hat zu nennen, trägt das einfach mit und muss das erfüllen oder sie tut es nicht. Und das wäre sehr, sehr schade.